Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Age of War Chapter 4 Zeitalter des Krieges Kapitel 4 Gameplay mit Mods und auch heute wieder von unserer Ferieninsel Sipta. Ja, es wird heute wieder in ein Gewölbe gehen. Ich nehme euch mit und ich sage, ich muss selber schmunzeln, aber ich war da auch ein bisschen faul und bequem. Das heißt, ich muss einfach wieder, sagen wir, eine gewisse Menge haben. Bei manchen, ihr seht, habe ich ja schon gesagt, war ich schon öfters drin. Das ergibt sich da einfach. Siegel der Harp hier. Oh. Ich habe jetzt überall mindestens zwei, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, es kommt dann die Runde, wo wir alles auf mindestens drei bringen. Und der Siegel der Harp hier, ja. Oh, ganz kurz, das ist dieses Zeichen. Das ist, das muss ich kurz gucken, das ist nicht das, das ist Zuflucht von Jill. Das ist hier Reich der Harp hier. Okay, also, dann würde ich mal sagen, das ist nicht allzu weit weg. Ich muss bloß meine Kollegen drüben holen. Ja. Die beiden Harpien-Gewölbe sind beide nicht einfach. Also die sind, ja, machbar sind sie alle, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich gerade mal überlegen, Essen und Ding kriege ich hier nachher. Ja, da kann ich jetzt erstmal drüben die Kollegen abholen. Das sind... Man muss in beiden aufpassen. Also ich bin in beiden schon gestorben. Bei dem einen mit dem Gekraxel hat es mich runtergesemmelt. Ist so. Und ich bin nicht nur einmal in dem mit den Käfigen gestorben. Und das andere ist das, wo die speziellen Viecher sind, die da diese Federn da verschießen. 1, 2, 3, 4 Stück brauche ich hier. Mein Essen hole ich drüben. Und ja, was soll ich sagen? Braucht man nicht schönreden. Da war ich auch mehr als einmal einfach zu forsch. Ich weiß, wo ich das allererste Mal drin bin, bin ich recht zügig hops gegangen. Unsere festgeklebte Bardame. Einfach mal checken, ob es irgendwas Sinnvolles gibt. Hier mal nicht. Die Hubsohle haben wir drüben, genau. Das wollte ich gerade überlegen. So, du kommst irgendwann mal mit. So, dir geben wir gleich mal Happa Happa. Und... Oh, du bist auch schon Level 18. Sehr schön. Auch Happa Happa. Oh, was soll ich sagen? Wie gesagt, sind nicht meine bevorzugten, wo ich so mal eben schnell durchlaufe. Aber es muss ja auch sein. Ich meine, eine gewisse Spannung brauchen wir ja. Hupfdohle wollte ich holen. Du kriegst auch gleich Happa Happa. Du kommst mit und dann würde ich alle mal hier kurz parken. Die ist auch festgeklebt, auch hier keine vernünftigen Besucher, aber gekochter Dornhai. So. Zwei versunkene. Da der Kollege von Jill ist hier. Da hinten sitzt noch jemand. Aber auch mit Waffe ist also auch niemand Anheuerbares. Und was war ich noch? Tränen von Gula. Ihr könnt mal hierher kommen schon mal. Weiß nicht, sollen wir nachher dann rüber und hochkraxeln? Oder... Ne, wir können reiten oder ich kann reiten, aber das Pferd schicken wir auf jeden Fall weg.
Also, ich bin gebufft. Die Kollegen haben ihr Essen. Und wir müssen hier hin. Das heißt, hier hinten hoch. Ja, komm. Wie spät ist es? Aber dann warten wir noch kurz, bis es hell ist, weil es eh so ewig duster hier immer. Nein, ich will nicht. Da. Ich muss unbedingt die andere Ding. Jetzt. Kommt hier. Hierher. So. Also, ich hole euch dazu, sobald es hell ist. So, langsam können wir uns auf den Weg machen. Ich tue auf jeden Fall, bevor ich es vergesse. Tränke habe ich noch. Ich weiß nicht, ob es geht. Wäre natürlich schön, wenn man da drinnen langsamer Fall casten könnte. Zaubern könnte. Habe ich einen Zauberstab? Habe ich ja. Weil wir da ja auch klettern. Man muss ja da auch drinnen klettern. Und. Na, komm, mach auf. Da hat's mich das letzte Mal zerlegt. Aber schauen wir mal. Ja, der Hotfix war jetzt ja nicht so der Bringer. Ich hab jetzt im Moment. Ich, oder andersrum, ich habe eigentlich immer wieder gesagt, hey, ruhig, Ball flach halten und die sind dran und ich meine, ich stehe immer noch dazu, zu der Aussage, die machen ja das Spiel nicht absichtlich kaputt. Nur jetzt mit dem zurückliegenden Änderungen, wo sie so ins Klo gegriffen haben, ja. Da ist natürlich schon die Frage berechtigt, kriegen Sie das hin, parallel zur Entwicklung? Weil ein Teil der Truppe ist natürlich jetzt schon am Entwickeln vom neuen. Vom neuen Kapitel des neuen Zeitalters. Und da ist meine Angst im Moment eher die, dass natürlich die Ressourcen jetzt sehr stark dadurch gebunden sind. Ich muss mal gucken, ob ich. Dann gehen wir auf das Layout jetzt. Ist nicht optimal, aber ich brauche Licht. Ich brauche Licht. Das. Dass die Ressourcen natürlich jetzt weg. Oh, verdammt. Sehr stark gebunden sind bei denen und es wäre extrem schade, wenn das nächste Zeitalter eigentlich damit anfängt. Ist da hier noch einer? Oh ja. Dass wir noch extreme Nachwehen mit den Problemen aus den letzten zwei Updates haben. Weil, ich meine, das zum Beispiel, dass die NPCs, also die Begleiter, die rumstehen, in den Foundation, in den Fundamenten versinken, das ist ja auch wieder zurückgekommen. Das ist ja deutlich. Herrgott, Margot. Wo sind meine Kollegen? Was war das jetzt? Da sind sie. Ja, super. Haben wir rumgetrödelt.
Es ist ja wirklich so, dass man vom letzten Update sozusagen noch gewisse Nachwehen hatte in dieses Update. Dann kamen hier diese suboptimal gestaltete Änderungen von dem User-Interface und von der Inventarverwaltung. Vor allen Dingen sind zwei Sachen, die sie angefasst haben. Wenn die jetzt ins Nähergang gesagt, okay, wir arbeiten einmal die Filter aus, wenn das aber funktioniert, dann können wir uns dann noch Gedanken machen über was anderes. Aber das ist eben wieder diese Blauäugigkeit, mit der da an das Thema rangegangen wurde. Und das rächt sich jetzt halt wirklich massiv. Knusprigen nebenbei. So, also, das habe ich. Okay. Dann schicke ich dich jetzt heim. Oh nee, dich kann ich nicht heimschicken. Weil die hat mal wieder den Heimplatz verpasst. Dann mache ich es anders. Ich sage jetzt nicht mehr folgen, oder? Dann müsst sie irgendwann heimbieten, die gute Betty. Da ist das Siegel. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es für mich hier aus mit der Helligkeit für euch. Ich gucke jetzt gerade so. Sollte es eigentlich gehen? War schon arg duster. Ich will bloß jetzt... Die Räume selber sind ja wieder hell. Oder akzeptabel hell. Da will ich... Schön gucken, ob wir Truhen finden. Bin mal gespannt, mit wie viel Altarium wir hier rauslaufen. Beim letzten Groß waren wir deutlich über 100. Also das war ja das, wo ich sagte, es ist wirklich enorm. Der Unterschied zwischen den einzelnen Gewölben ist teilweise sehr extrem. Geht ihr mal den Onkel da angreifen, den hässlichen? Sehr schön. Marienkäfer nur mit. Das ist die Kiste. Okay. Jetzt. Also, das Einfachste ist natürlich, wenn ich jetzt hier wirklich probiere es zu casten. Gucken, ob das geht. Nee, das hier ist es doch, oder? Natur, ja. Okay, das geht. Halt, falsche Baustelle. Das hier ist Set umschalten. Oh, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Das hätte... mich nicht rausklitschen. Krieg ich dich noch? Der ist eh tot. So, jetzt gehen wir uns erstmal auf die Seite.
Okay, der war tot, bevor ich rankam. Auch gut. Oh, der hat nichts, was ich brauche. Dann schauen wir mal hier. Da hat's Truhe. Truhe ist immer fein. Das braucht man nicht. Das nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das. Okay. Sonst noch was? Nein. Der hängt lustig da. Dann können wir... Und der hat nix, ne? Und er hat auch nichts Vernünftiges. So, da geht's jetzt rein. Okay. Dann casten wir wieder. Mal gucken, wo wir sinnvoll runterspringen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, die Ecke ist nicht schlecht. Der hat was. Ding nehmen wir mit, auf jeden Fall. So, irgendwie habe ich was verpasst, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich war der Meinung, dass es irgendwo noch einen Aufzug nach oben gibt. Aber... ich gehe jetzt auf das Setup. Hier unten ist es echt so duster. Hör doch was, da drüben genau. Na, Gott, Margot. Tot. Hier geht's dann weiter, okay. Dann schauen wir uns mal zuerst um. Doch, siehst du, hier sind wir richtig. Wir sind blöd, wenn Kollegen noch nicht da sind. Diese Albino-Heinze. Die machen richtig Schaden. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und Truhe. Nebelklage. So, hier kann man jetzt im Prinzip wieder raus. Und wenn man wollte, könnte man sich jetzt hier wieder runtercasten. Das nehmen wir alles mit.
Oder wir fahren einfach hier runter. Also, wir fahren da drüben runter. Ist dann der andere Aufzug, wo man wieder hochkäme. Ich weiß es nicht. Das Merkwürdige ist wirklich, wenn ich hier so auf den Kontrollschirm schaue. Es ist ein Kick heller wie bei mir. Was braucht denn hier so lange? Ja, ganz schön Leben verloren. Huh? Da stimmt doch was nicht. Schaut euch mal die Leben wieder an. Da haben sie doch wieder am Hotfix, da haben sie doch was rückgängig gemacht. Ich werde mir mal alte Aufnahmen anschauen, aber ich bin der Meinung, die war schon deutlich höher wieder. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hätte ja bloß die Folge gemacht mit dem Hotfix und das, was drinne stand. Aber so wie es aussieht, sind die Werte wieder alt. Ich schaue mal eine alte Aufnahme an. Im Prinzip brauche ich ja bloß die letzte anschauen. Ich meine, dass die gut einstecken, das sieht man daran. Oder dass die Viecher gut austeilen. Ich meine, hier, die hat 5000 Leben gehabt, da hat jetzt noch 3200. Aber ich bin der Meinung, dass die Trägerin auf jeden Fall schon wieder deutlich höher gewesen war. Schau ich mir an. Frage. Ich denke, einen Einzelnen können wir nicht pullen. Höchstens, wenn der so wegguckt. Die ganze Gruppe kommt. Ne, der eine ist weg. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Hot, er hat doch in den Hotfix Notes nichts gestanden ist, von wegen, dass er das Zurücknehmen der Zurücknahme. Dass sie das wieder zurückgenommen hätten. Also, was soll ich sagen? Nach Gewicht.
So. Ich höre doch schon jemand da. Drüben hat es nochmal zwei. Okay. Ja, ich habe hier schon die Bossmusik, aber der Boss ist noch ein gutes Stück weg. Ah komm, die Knochen könnte ich mitnehmen, die kann ich mal wieder zum Malen. Da ist nix. Ob da drüben noch was ist. Mal alles mitnehmen. Das wäre mal. Das würde mich mal interessieren. Wir haben 6 Altarium bisher gefunden. Okay, dann sind wir jetzt. Beim Boss. Dann gehen wir mal auf das Setup. Könnte für das Thumbnail ganz gut sein. Und down. Den zerlegen wir in der Hoffnung, dass wir irgendwas. Ja. Die anderen hätten wir auch zerlegen können, aber ich habe von eben momentan von allem mehr als genug. Hier diese rückgebildeten Harpienfedern hätten wir sammeln können bei den anderen, aber ja.
Wieder kein Rezept, aber dafür haben wir das Siegel, was wir. Deswegen, weil wir eigentlich da sind. 38. Das ist schon krass, oder? Also. Nehmen wir da nochmal 10, das ist okay. Also bei 67. Und jetzt kommen wir raus hier mit. Wo sind sie? 74 verwittertes Altarium. Ich will nicht sagen, könnte schlimmer sein, aber es ist nicht toll. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz raus. Ich will bloß mal schauen, ob ich, wo Betty ist oder ob ich nochmal sozusagen rein muss, um Betty zu holen. Getreuen. Betty ist kundschaftet. Gucken wir mal auf der Karte. Okay, die ist noch hier. Gucken wir mal, kommen wir rein. Ne, ist verschlossen, okay. Dann müssen wir warten, bis Betty auf dem natürlichen Weg ausgeschieden wird. dann geht's zurück. Aber im Prinzip können wir hier jetzt Schluss machen. Es ist nicht mein Lieblingsgewölbe, aber es ist immer wieder spannend, auf jeden Fall. Und ihr habt ja gesehen, also die Kollegen haben mächtig Haue gekriegt. Das sind diese Weißen, die da diese Federn rausschießen. Die hauen ganz schön Schaden raus. Und von daher bin ich immer ganz froh, dass ich meine Kollegen dabei habe. Und die haben mich eben auch schon mal gekillt. Nicht nur einmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war kurzweilig, ging relativ fix und ich habe wieder ein Gewölbe abgehakt. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt gerne Kommentare. Ich versuche sie einigermaßen zeitnah zu beantworten. Und darüber hinaus natürlich gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal checken. Also ich bin der Meinung, dass an den Leben von den Begleitern, also speziell von den Trägern, wieder was gedreht wurde. Und dann halt gleich meine das letzte Video hier von Zipta anschauen. Da ist das Gute, immer mit derselben Belegschaft unterwegs. Da kann ich mal checken, wie es aussieht. Jo, und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier bei Conan Exiles. Age of War Kapitel 4 Gameplay mit Mods. Gerne auch in meinen anderen Serien mal reinschnuppern, hier Conan bezogen, aber auch gern mal in Fallout vorbeischauen. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.